Hey Freunde der Schallplatten, Guido wieder hier mit der Plattenkiste. Ich freue mich, es ist natürlich wieder viel zu spät. Es ist eine lange Zeit vergangen wieder von der letzten Sendung her. Hat auch seinen Grund, weil hier im Hause Kim geht es wieder drunter und drüber. Es gibt nämlich Neuigkeiten bei uns, ganz große Neuigkeiten, für uns zumindest. Deswegen fange ich einfach mal ganz schnell an, dann wissen wir schon, wo uns lang. Ein kleines Rätsel. Ne? Erste Scheibe, Let There Be Rock von AC/DC. Ne? Besonders schön hier auf der zweiten Seite, Dog Eat Dog. Ja, yeah, ganz tolles Platte. Ganz tolle Platte. Elvis natürlich, ne? Portrait in Music, einen großen Hit. Hound Dog, ne? Hound Dog. Ja, hier, Snoop Dogg. Snoop Dogg sind ja super, ne? From a church to a place. Klasse, klasse, klasse. Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze. Ich bin ein kleiner Hund von Wumms Gesang. Und natürlich auch nochmal die grandiose Scheibe AC/DC Back in Black mit der schönen Scheibe Given the Dog a Bone. Ja, und? Habt ihr das Rätsel erraten? Bestimmt, oder? Doch nicht, ne? Doch, klar, also einfach geht's gar nicht. Eigentlich habe ich da irgendwie Animals, gibt's da irgendwie so von den Pink Floyd, habe ich irgendwie nicht gefunden. Weiß nicht, wo die wieder ist. Animals, super Scheibe, nochmal, wo das nochmal ganz besonders toll zur Geltung kommt. Ärzte haben auch noch irgendwie so ein Ding. Marie, der hat ein Schäferhund oder irgendwie sowas in der Richtung. Weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wie das Ding jetzt heißt. Ja, ne? Natürlich, was sonst, ne? Wir haben ein neues Familienmitglied aufgenommen. Ja, ganz frisch aus Rumänien. Begrüße ich mal mit euch zusammen unsere kleine Cookie. Wow. Ja, und Cookie, die ist jetzt seit Sonntag bei uns. Und wir hatten das war eine relativ spannende Geschichte für uns. Sie hat irgendwie 38 Stunden Fahrzeit hinter sich und das ist totales Chaos. Und ein bisschen schüchtern, ängstlich ist sie auch noch, weil die wurde in Rumänien auf dem Feld gefunden mit ihren zwei Geschwistern. Ich rede viel zu schnell, merke ich schon. Wurde auf dem Feld gefunden mit zwei Geschwistern und rausgerissen und nach Deutschland verfrachtet zu uns. Weil wir haben uns entschlossen, jetzt mal, es ist Zeit für ein kleines Tierchen wieder mal oder so. Ne? Nachdem die Schildkrötenaktion bei uns irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen ist. Vielleicht kommt es auch im Sommer auch wieder. Ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall war sie irgendwann weg. Haben wir gedacht, nein, das muss ein Lebewesen hier zu uns. Kinder will ich ja nicht mehr haben. Ich habe eins, das reicht mir vollkommen. Also, was kommt da anderes ins Spiel als ein wunderschöner, toller Lebensgefährte, nämlich unseren kleinen Freund Cookie. Und dementsprechend hatte ich relativ wenig Zeit in dieser Woche. Deswegen kommt die Plattenkiste jetzt auch ein bisschen später. Aber wie gesagt, das sollte euch jetzt nicht beeinflussen, wollte ich gerade sagen. Nicht trübe Stimmen oder irgendwie so. Es gibt ja die guten Varianten. Tobi hat wieder tolle Dinger vorgelegt mit seiner Bottrop-Chest, wollte ich gerade sagen, mit seinen Bottrop-Perlen. Wirklich ganz, ganz tolle Funky-Scheiben mit bei und auch die Blues- und Jazzrock-Geschichten da und so. Wirklich, wirklich toll. PN330, sowieso voll mein Geschmack, immer richtig gute Sachen dabei. Also es gibt ja genügend Leute. Also es gibt ja Leute, wo ihr ausweichen könnt, wenn ihr mal auf das Gequatsche von dem Guido verzichten könnt. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch wieder da und wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil der Hard and Heavy Geschichte. Ne? Und wir fangen dementsprechend mal relativ simpel wieder an mit dem kleinen Intro. 1, 2, 3, 4! So, we are back. Freute mich ja dieses Mal wieder ganz besonders. Machen wir mal wieder ein bisschen heavy stuff, obwohl ich natürlich hier gerade festgestellt habe, dass es heute gar nicht so heavy wird. Tja, diesmal haben wir tatsächlich so ein bisschen seichteres Zeugs. Ne? Nicht nochmal wie letztes Mal, hast du vollkommen recht, Pantera. Nicht wirklich seicht, da war ich wohl wieder ein bisschen daneben. Heute haben wir auf jeden Fall ein bisschen seichter. Muss aber auch irgendwie mal sein. Das höre ich nicht wirklich ziemlich häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt ja einfach auch ein paar ganz nette Sachen, die man so nebenbei einfach irgendwie ein bisschen spielen kann. Ne? Das riecht ja nicht besonders auf, weil es so ein Pantera-Zeug, das pusht dann ja dementsprechend auch irgendwie total nach oben. Das ist dann eher so etwas, wo ich sage, okay, das ist ein guter alter Hardrock oder was sowas. Ne? Zum Beispiel, kann ich vorher überhaupt nicht, Black and White, amerikanische Band mit der Scheibe Don't Know Yet. Irgendwo, keine Ahnung, wo sie jetzt direkt herkommen. Die Scheibe ist aus dem Jahre 88 von Atlantic Records und das ist sowas wie so Funk-Metal-Zeugs oder so. Hat sich, glaube ich, nie so richtig durchgesetzt, die Band. Ich kenne nicht wirklich viel von denen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne auch keine Schauspieler, wollte ich gerade sagen, keine Musiker von der Truppe. Nichtsdestotrotz, ich glaube, der Schlagzeug-Sound hier war
Nee, das ist tatsächlich ein Drummer, aber ich glaube, hier gab es auch so ein bisschen, entweder war es schon irgendwie elektronische Drums oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war auch immer etwas, wo ich immer ganz schnell irgendwie auch ein bisschen wegschalte, weil ich stehe nicht ganz ehrlich nicht so auf elektronischen Zeugs, elektronische Drums. Zumindest im Heavy-Bereich oder irgendwie sowas. Ne? cooles Cover, letzten Endes, finde ich. Platte selber ist durchaus in Ordnung. Kann man sich anhören. Funk Metal. Black and White, Don't Know Yet. Mehr kann ich da auch wirklich nicht zu sagen. Ne? Ähnliche Richtung haben wir eben hier auch mit Dan Reed Network. Und Dan Reed ist ja auch schon eine Hausnummer. Produziert das Ganze hier von Nile Rodgers, auch ziemlich bekannt von Mercury Records. Dan Reed hatte ja auch den Schlagzeuger, ich glaube, der hieß Dan Pete oder irgendwie so in der Richtung. Dan Steed, Dan Beat, Dan... Denn, ja, weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Gute Musiker auf jeden Fall am Start. Ist aber auch nicht wirklich so. Also, es ist das radiotauglicher Heavy-Kram. Ne? Es ist jetzt nicht wirklich Hard Rock, es ist eher so Heavy-Pop oder wie man es auch mal bezeichnen soll. Eigentlich ziemlich cool. So ein bisschen Funky-Stuff, ein bisschen. Treibt ein bisschen nach vorne. So kann man sich durchaus anhören. Dan Reed Slam heißt das Ganze. Dan Reed Network. Und an sich eine coole Band. Mit einer eigentlich ganz angenehmen Scheibe. Ich glaube, Scheibe Nummer 3 oder 4. 5, 6, 7 haben die, glaube ich, irgendwie oder sowas. Und dann ist auch, glaube ich, vorbei mit denen. Ja, da habe ich hier eine Band, die kannte ich auch wirklich überhaupt gar nicht. Finde ich immer sehr interessant. Ich mag ja ausländische Bands, sag ich mal, irgendwie so, das klingt jetzt bescheuert. Aber hier habe ich dann Las Novias oder so ähnlich. Das ist eine spanische Band, die auch durchgehend hier spanische Texte drauf haben und so. Die ist auch in Spanien produziert. Und kommt auch direkt aus Valencia, wenn ich das richtig gelesen habe. Zaragoza 1994, das Label heißt 1994 Records, okay. Die Scheibe selber heißt Todo Sigue Igual, ich kann leider nicht so gut Spanisch, dass ich es richtig aussprechen könnte. Und das ist auch eigentlich so ähnliche Schiene wie hier jetzt Dan Reed gerade eben, so guter, angecrashter Poprock, so aller hier, wie heißen sie? Noch die großen Heroes de Silencio oder irgendwie so hießen die. Ne? Das ist so ähnlich, klingt auch fast schon so ähnlich, so auch vom stimmlichen Gesang her und so ähnliche Geschichten. Ein bisschen rockiger vielleicht oder so. Ich finde die ziemlich klasse, so weil eben halt spanische Band, ne? Spanische Musik, spanische Sprache, finde ich einfach letztendlich toll, dass man solche Sachen auch irgendwie hat. Ne? Wie heißt das Ding nochmal? Habe ich jetzt gerade gesagt, kann ich immer schwer. Todo Sigue Dudel, tut mir leid. Aber es ist nett, definitiv. Dann habe ich hier King's X. Also ich ziehe es heute auch genauso schnell durch. Ich will nämlich auch nicht immer diese halbe Stunde Dinger machen. Da gebe ich Tobi auch vollkommen recht. Ich merke das selber gar nicht. Wahrscheinlich merkt ihr es selber auch nicht und Tobi merkt das auch nicht. Aber wenn du dir eine halbe Stunde lang das alles anhören musst, so, ey, bitte, ich kann nicht verstehen, dass man weiter spult oder so. Ne? Also muss nicht wirklich sein, ne? Obwohl, ja, wenn man interessiert ist, kann man sich das auch anhören. Also nicht wegschalten, Leute. Ne? Anhören, das ganze Gelaber, anhören. Gretchen Goes to Nebraska. Das ist die dritte Scheibe von King's X. Und King's X ist ziemlich klasse. Kommt, glaube ich, auch aus Kalifornien, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist auch eine gute Mischung von Prog-Rock. Ja, Metal kann man auch nicht wirklich so sagen. Die haben so dreistimmigen Gesang. Irgendwie. Das ist auch schon ziemlich cool. Das hat schon so, ich weiß gar nicht, wie man es genau bezeichnen soll, aber es sind eben halt... Nee, kann ich ja nicht, das ist jetzt Quatsch, das wäre eine blöde Verbindung. Also auf jeden Fall dreistimmiger Gesang. Ich finde die ziemlich klasse. Verträumte Texte und musikalisch gesehen geht da so ein bisschen ins Rockige rein. So. Also hat gute Elemente, manchmal ein bisschen hart. Also so Elemente, das ist keine hart, keine Heavy-Scheibe in dem Sinne. Ist eher eine coole Prog-Rock-Scheibe. Also finde ich eigentlich ziemlich geil. King's X, Gretchen Go to Nebraska heißt das Ding. Das ist eine schöne Platte. Ja, und dann hier auch nochmal so Standardzeug sehen wir hier, so Molly Hatchet. Ne? Molly Hatchet, das ist ja so Südstaaten-Rock. Ne? Also das ist ja auch irgendwie nicht jetzt als Heavy, ja, doch ein bisschen, also Heavy, was ist Heavy jetzt wieder? Ne? Also klar, wenn man so Hard Rock, ne? Also in dem Bereich, ne? Kein Heavy Metal, kein Speed Metal, kein nichts in dieser Richtung, sondern einfach, das ist Südstaaten-Rock vom Allerfeinsten. Ist auch nicht ganz so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich das nicht so gerne mag, aber ich verbinde Südstaaten-Rock eigentlich immer so ein bisschen. Da höre ich mir so lieber so CC Top und diese Geschichten an. Also, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob CC Top Südstaaten-Rock ist, aber die haben es
meines Erachtens irgendwie ein bisschen mehr drauf oder so. Da ist dann doch ein bisschen mehr Gegröle mit bei. Wahrscheinlich wird da mal ordentlich gepichert. Pichert? Heißt das Pichert? Trinken? Ne? Bei den Dingern. Cover ist so Standard, Molly Hatchet Cover. So sehen die Dinger eigentlich immer aus. Die Band ist okay, die Platte ist okay, aus dem Jahre 84 von Epic Records. Kann man sich anhören oder irgendwie sowas. Ne? Aber ist auch jetzt nicht so, wo ich sagen würde, wow. Ne? Schöne frühe Hardrock-Band. Hardrock-Band ist auch eine Hair-Metal-Band. Ne? Das ging es ganz nämlich los. Das war Quiet Riot. Und da habe ich zwei Scheiben von der Quiet Riot 3. Die kamen, glaube ich, ein bisschen später. Vorher kam mal Metal Health. Und dann gab es noch Quiet Riot 2 und Quiet Riot 1. Natürlich irgendwie so. Das Schöne an Quiet Riot, Mann, ist natürlich irgendwie, soweit ich das alles weiß, leider habe ich die nicht, gegründet damals vom Sänger und von Randy Rhoads. Ja, Randy Rhoads und ist ein ziemlich geiler Gitarrist, den werde ich auch mit Sicherheit alle kennen. Und zwar ist er nach der unzufriedenen Zeit mit Quiet Riot nämlich ganz schnell nach Ozzy Osbourne gegangen und hat mit Ozzy zwei ziemlich klasse Alben eingespielt und hat auch letzten Endes da Musikgeschichte geschrieben, bis er leider irgendwann mit dem Flugzeug verunglückt ist und gestorben ist. Ja, da war für Ozzy Kacke, ne? Da ist alles zusammengebrochen, da ging die Sauferei auch wieder ordentlich los. Und dann kam eben halt zu Ozzy, kam eben halt Jack E. Lee, was natürlich musikalisch natürlich irgendwie einiges auch wieder angehoben hat. Aber Randy Rhoads war natürlich für seine Zeit weit voraus. Und deswegen hat der Mitbegründer von Quiet Riot gewesen. Was man auf diesen Platten allerdings nicht mehr richtig hört. Er hat auch gute Gitarristen drauf, definitiv. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt. Also Drums war Frankie Banali, Bass Rudy Sarso, Carlos Cavazzo heißt der gute Mann. Ne? Und ja, Carlos Cavazzo und Kevin Dubrow singt, also guter Hardrock, würde ich das einfach mal bezeichnen. Zwei Scheiben hier von Quiet Riot, guter Hardrock. Okay, da habe ich hier eine Scheibe, die gehört eigentlich nicht ganz hier wirklich rein, aber dadurch, dass ich jetzt hier habe, machen wir es natürlich mit, weil wir jetzt eigentlich ein bisschen mehr im Punkrock sind. Und natürlich ist das Generation X mit unserem guten Freund Billy Idol in seiner frühen Laufzeit. Ne? Valley of the Dolls heißt die Scheibe. Von Chrysalis rausgebracht aus dem Jahre 1979 und das ist schon eine schöne Punkrock-Scheibe im Endeffekt. Ne? Billy Idol, mach mal einen Halt, was er möge. Ich mag Billy Idol eigentlich im Prinzip ziemlich gut. Er hat auch immer klasse Gitarristen gehabt, so eine wirklich tolle Bandgeschichte. Irgendwie so der Mann, irgendwie so auch irgendwie versucht mal lange dabei zu sein. Seine Macken, so die er damals so hatte, weiß ich nicht. Das war jetzt für mich so. Ich habe ihn mal irgendwann gesehen, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, wo er sich denn so angespuckt hat. Er war so verschmiert und so. Ich dachte, okay. Muss man das jetzt irgendwie haben oder irgendwie so, ne? Also, aber nichtsdestotrotz, also es gibt zum Beispiel hier die Scheibe, die fand ich damals richtig klasse. Cyberpunk heißt das Ding von Billy Idol. Hätte ich gerne. Ja, kostet 100 Euro oder so ein Scheiß, ne? Was soll der ganze Kack, ne? Und die fand ich super damals. Und natürlich die ganzen Klassiker von Billy Idol, muss man die, also von White Wedding und so. Ich meine, sind also Sachen, die hat man ja und hört man ja auch ganz gerne. Er hat ja schon gute Sachen gemacht. Aber hier ist er einfach nochmal ein bisschen in der Punk-Szene tätig mit Generation X. Und das ist eine tolle Platte. Letzten Endes, was soll man dazu sagen? Genau wie das auch eine tolle Platte ist. Allerdings ist es nur eine Special Edition 3-Track Picture Disc, sehe ich gerade. Faith No More natürlich mit Angel Dust, fantastische LP mit einer schönen Bildplatte, mag ich natürlich wirklich ganz schön. Hier sind nur zwei Lieder drauf, und zwar Small Victory und Let's Lynch the Landlord and More Practice. Angel Dust habe ich natürlich auch irgendwo oben rumfliegen, auch fantastische Platte, längst nicht mehr so rockig wie The Real Thing hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Angel Dust schon fast teilweise so Dance-Elemente drin oder so. Aber I like very much Faith No More, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch schönes Cover, wie gesagt, irgendwie so schöne Sachen drauf. Geile Platte. Okay, ja, geht so ein bisschen weiter in der Richtung, sehe ich gerade. Ist nämlich auch ein bisschen punkiger hier, so Post-Punk, Grunge-Zeugs oder irgendwie so in dieser Richtung. Und zwar ist das Bomb Circles. Und Bomb Circles kommen, wenn ich mich nicht täusche, aus der Schweiz? No, nicht aus der Schweiz, sondern die kommen aus Österreich. Oder kommen die aus der Schweiz? Eins von beiden. Bomb Circle, hier nicht so allzu weit weg hier irgendwie so. Steht hier irgendwie drauf? Ne, steht überhaupt nichts drauf. Egg Release, November 89. Ja,
Keine Ahnung. Ist aber, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht mehr richtig, falls ich mich echt extrem täusche, eine ziemlich coole Band, die einfach einen schönen, ja, Punkrock kann man auch nicht wirklich sagen. Ne? So ein bisschen Underground, Grunge oder sowas in der Richtung geht das. Ne? Muss ich mal wieder reinhören oder so. Kann ich mal nicht ganz hören. Ist auf jeden Fall eine schöne Platte, die auch wahrscheinlich nicht allzu oft irgendwie rumkreist oder so. Ne? Also ich habe die sonst noch nie gesehen. Jo, und schönes Cover hier. Ui, schöne Airbrush-Arbeit. Die kannst du dir aufs Auto kleben. Fatal Attraction von Killer. Und Killer ist, glaube ich, Belgien auch. Kommt da auch nicht allzu weit weg, ne? Ich glaube, die kommt aus der Schweiz. Bomb Circle auch aus der Schweiz. Bomb Circle, Schweiz. Killer auch. Ich glaube, es ist auch eine Schweizer Band. Killer. Haben noch nicht viele Scheiben gemacht. Musikalisch gesehen sind wir da auch im normalen Speed-Metal-Bereich oder so ein bisschen Metal, Speed-Metal irgendwie so. Ich glaube, der Gesang war nicht ganz so dolle. Hier gibt es mehrere Leute, die irgendwie hier drauf singen. Spooky und Shorty haben hier beide ein Lied gesungen. Rudy macht die Drums und Jan van Springel macht die Leadgitarre, obwohl es klingt ja fast schon so ein bisschen nach Niederlande oder so. Aber ich meinte, das ist eine Schweizer Band. Weiß ich aber auch nicht ganz genau. Ne? Killer, Fatal Attraction, müsste man sich auch nochmal bei Gelegenheit irgendwie anhören, wenn man das wissen will oder so. Ich weiß es selber auch nicht mehr. Das sind so Sachen, die habe ich mal irgendwie mitgenommen, weil ich die auch irgendwie so. Ich habe in meiner Zeit dann wirklich auch extrem nach Cover gekauft und sowas nehme ich natürlich mit, wenn das da irgendwo rumliegt, ne? für ein paar Euro. Ne? Also, habe ich nicht viel für bezahlt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich so höre. Ja, noch eine deutsche Band. Pink Cream 69. Und die sind auch ziemlich cool eigentlich. Und zwar, ich glaube, die sind nicht weit weg. Die kommen aus Karlsruhe, wenn ich mich nicht täusche. Kamen die aus Karlsruhe. Für Bäderhof, komplett woanders, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, die kamen aus Karlsruhe. Also tatsächlich ist auf jeden Fall die Platte aufgenommen im Soundstudio, in dem Soundhouse-Studio in Hamburg. Also das ist auf jeden Fall eine Karlsruher Band, glaube ich. Ich meine, relativ sicher. Auch sehr funkige Einflüsse. Bisschen rockig, ein bisschen Metal, ganz wenig, aber auch irgendwie schöne Sachen mit bei. Und das, ich weiß noch, das war bei der Band, da gab es nämlich den Gitarristen Alfred Knopfler oder irgendwie sowas ähnliches. Und der hatte nämlich eine Nervenkrankheit, das weiß ich noch ganz genau. Und das hat mich damals so ein bisschen begeistert, dass man mit so einer schwerwiegenden Krankheit, ich weiß nicht, wie die heißt, trotzdem nur ziemlich gut Gitarre spielen kann. Ne? Und da gibt es ja noch so eine, wo ich, oh, da komme ich auch überhaupt nicht drauf, auf einen Wahnsinnsgitarrist, also wirklich echt einen Wahnsinnsgitarrist, der eine ganz schwere Nervenkrankheit hat und nur noch im Rollstuhl sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und das, die Platte habe ich mir mal, wollte ich mal haben, ich habe sie dann irgendwie dann wieder aus den Augen verloren. Das sind immer die Sachen, die man so aus den Augen verliert. Na cool. Und zwar, Mensch, wie heißt der Gitarrist nochmal? Da kriege ich das nächste Mal wieder raus. Und das ist eine ganz tragische Geschichte von so einem Typen, der echt nur noch im Rollstuhl sitzt und nur noch mit seinem Mund irgendwie kommunizieren kann. Also. Und da hat man ganz viele Musiker mit ihm zusammen ein Projekt entwickelt und ein Programm entwickelt, dass er mit seinem Mund und mit einem Musikprogramm spezieller entwickelter Art eben halt eine Platte aufnehmen kann. Er hat eine ganze Scheibe drüber gemacht, ne? Und hat Noten und alles geschrieben, die andere Leute wieder für ihn irgendwie eingespielt haben und irgendwie sowas. Ne? Und ich wäre jetzt echt glücklich, wenn ich wüsste, wie der Mann heißt. Ich komme einfach nicht drauf. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal ganz schnell in die Kommentare rein. Ansonsten kriege ich das raus bis nächstes Mal. Und das ist fantastisch. Also sowas begeistert mich total. Das würde ich auch sofort unterstützen. Habe ich auch damals gleich gesagt, okay, Platte kaufe ich sofort. Ja, wieder weg, ne? Aus den Gedanken. Vorbei, vorbei, vorbei. Dann habe ich hier Psychotic Supper von Tesla. Und Tesla ist eine Band aus Kalifornien. Und leider ist auch so ein bisschen, das ist definitiv Hair Metal und sowas. Oder eben halt so, ja, diese Glamrock-Geschichten irgendwie so. Also etwas bessere Erweiterung von T-Rex und Co. Ne? Also, yes, ist okay. Ja, also ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, also haut auch nicht alles vom Hocker. Ich glaube, das ist das Debütalbum von Tesla, war relativ gut. Aber bei dem weiß ich schon gar nicht mehr ganz. Ich glaube schon mittlerweile die vierte oder fünfte von Tesla. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist, also, ist okay. Zieh das hier durch, das Scheiß drauf. Ne? Ja, yeah, except, habe ich auch gesagt. Dreimal except. Ne? G
geht nämlich hiermit los mit Restless and Wild. Und die hatte ich auch schon mal früher. Das ist ja Udo Dirkschneider. Kommt aus Düsseldorf. Ist das Düsseldorf gewesen? Except, kann sein, ne? Und ja, eine ganz fiese Stimme. So, und das passt natürlich extrem zu Heavy Metal. Und das Ding war die erste Speed Metal Scheibe, die überhaupt in Deutschland veröffentlicht wurde. Und zwar Fast as a Shark. Und das Ding ist definitiv Speed Metal, weil es ist so schnell. Und das war damals ganz, ganz klasse. Das habt ihr wahrscheinlich irgendwie auch schon mal, wenn ihr ein bisschen was mit Metal-Kram zu tun habt, ging dann so Heidi, Heido, Heida, Heidi, Heido, und dann geht es richtig ab. Ja, und dann hauen die einen rein bis zum geht nicht mehr. Also extrem klasse. Da muss auch rauskommen bei Brain Records. Restless and Wild heißt das Ding. Extrem geile Band. Udo Dirkschneider ist irgendwann raus, hat dann irgendwie Solo-Projekt gemacht, heißt er ja auch Udo Dirkschneider. Und Accept nennt sie jetzt nur noch Accept und spielen auch noch genauso gute Mucke für eine deutsche Heavy-Metal-Band. Aber wie gesagt, Dirkschneider war ihm halt auch, finde ich, eine Marke, weil so eine Stimme hat nur einer, so wie er. Das ist echt extrem, ne? Und ich weiß nicht, die Reihenfolge, ich weiß auf jeden Fall, das ist, nee, Quatsch, hier ist sie, die Nummer 1 gewesen, Restless and Wild. Dann kam, glaube ich, Breaker, wenn ich mich täusche. Müsste jetzt einmal irgendwie alles nachgucken oder so. Weiß ich auch nicht ganz genau. Schön finde ich so die Rückseiten hier, die sind einmal angelehnt da an den ganzen Ding. Einmal die brennenden Gitarren, einmal in weiß, also auch wirklich klasse gemacht, finde ich. Da klingt mir das Telefon wieder verrückt. Und Metal Heart habe ich hier, die ist glaube ich schon ein bisschen später gewesen. 85, also da steht was mit 85. Hier steht Gornischt. Dann lasse ich das jetzt auch mal sein, mir ist auch egal. Ich glaube, die Reihenfolge war so. Und Accept ist schon wirklich eine ziemlich, ziemlich klasse Heavy Metal Band aus, ich meine, Düsseldorf, zumindest irgendwo in Deutschland. Genauso deutsch geht's weiter mit Gamma Ray. Und das ist natürlich auch ein super Projekt, weil Gamma Ray ist ja das Gitarrenprojekt mehr oder weniger von Kai Hansen. Und Kai Hansen ist oder war, ja jetzt mittlerweile ist das wieder, war damals der Gitarrist von Halloween. Und der hat sich immer solomäßig unterwegs gemacht damals, weil ich weiß nicht, ob die unzufrieden waren, ob er einfach nur ein Solo-Projekt gemacht hat, kann ich nicht genau sagen. Hat sich hier mit 5 Leuten zusammengetan und hat dann halt das Projekt Gamma Ray am Start gebracht. Und die knallt auch so einiges raus. Das ist wirklich ganz, ganz klasse. Aus dem Jahre 91 von Noise Record International rausgekommen. Sei No More. Schönes Nebenprojekt oder Hauptprojekt von Kai Hansen, deutscher Supergitarrist. Ja, und haben wir auch schon mal, weiß ich ganz genau, gehabt, aber auch den Mann aus Dänemark, da kommt man nicht dran vorbei, wenn man eigentlich relativ guten Heavy Metal hören möchte, und zwar das King Diamond Conspiracy heißt die Scheibe. Und King Diamond ist natürlich schon so okkultes Zeugs, ne? Geht es auch tatsächlich immer so um Okkultismus und diesen ganzen Kram. Und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie so haben muss, das auf dem Cover auch hin mit den Särgen und so. Das ist mir schon alles irgendwie ein ziemlich crazy Typ. Aber musikalisch gesehen sind wir ja wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Nicht nur soli-technisch, auch Spielweise und Songstrukturen-technisch und so. Wirklich richtig, richtig gut. Gefällt mir unheimlich gut. Musikalisch, wie gesagt. Ansonsten. Ja, diese Art und Weise kennen wir alle. Da gab es auch, da habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, da gab es auch die Klagen mit Gene Simmons oder so, weil wenn man da drauf guckt, kann man schon ganz leicht sagen, ey, Moment mal, ist das jetzt ein Gene Simmons von Kiss oder ist das King Diamond von King Diamond? Also das ist die große Frage. Ne? Aber ich weiß nicht, ob er da jetzt die Klage, ob die gewonnen wurde oder nicht oder irgendwie so. Das gab es auf jeden Fall. Er hat das irgendwie so für sich und das muss er dann auch irgendwie haben, keine Ahnung warum. Wenn er dadurch gute Musik machen kann, sei ihm das gestattet, ne, letzten Endes. Ne? So, das waren die ganzen Platten, die waren mal, ich freue mich darüber. Ne? Und ich habe noch eine ganz besondere, die habe ich natürlich oben vergessen. Und die muss ich letzten Endes noch einmal runterholen, weil das ist meine neue Errungenschaft für diese Woche. Und das ist so eine klasse Mucke, so eine klasse Musik, dass ich nochmal eben nach oben gehe und die hole. So, und da bin ich wieder und nochmal zu meiner Neuerscheinung, wollte ich gerade sagen, meine neue Errungenschaft für diese Woche. Endlich gekommen, hat ein bisschen gedauert, jetzt habe ich sie aber mal. Und zwar ist das Mother's Cake mit der im letzten Jahr rausgekommenen Platte Cyberfunk. Und Mother's Cake ist also sowas von dermaßen geile Band aus Österreich.
dass mir das schon fast einer abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich fantastisch. Ich habe die damals gesehen auf dem Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Da waren die wirklich richtig klasse. Da habe ich die so auf dem Schirm gehabt und gedacht, wow, was für eine coole Band. Drei Leute und die rocken sowas von geil los. Und ein Sänger, der wirklich, also im höchsten Niveau, also wirklich ganz, ganz weit oben, da waren sie wieder verschwunden für mich. Ne? Da habe ich die wieder vergessen irgendwie oder so. Ne? Und dann habe ich durch irgendeinen Zufall kam ich dann da drauf und habe die wiedergefunden. Irgendwo und habe ich mir dieses nochmal stimmt, Mother's Cake, ne, Cyber und eine neue Scheibe Cyberfunk und die ist so klasse. Meine Stimme geht weg, die ist so klasse. Wirklich, kauft euch diese Platte. Alles drin. Funky, Disco, Rock, bisschen Noise, also wirklich so mehr dermaßen klasse. Wirklich, ganz, ganz toll. Von Membran rausgekommen, 2020. Auch, es gibt, glaube ich, drei oder vier Scheiben von denen oder so. Kannst du alle wirklich durch die Bank nehmen. Fantastische Band. Wie gesagt, Österreicher, finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Schönes Cover, finde ich irgendwie so. Sieht klasse aus. Haben die Leute auch richtig Mühe gegeben. Ich mag das ja, wenn man nicht alles digital bearbeitet, sondern auch mal wieder hier die guten alten Collagen selber bastelt oder irgendwie so, ne? Also wirklich ganz, ganz toll. Neue Platte für mich, liegt gerade oben auf dem Plattenteller, deswegen habe ich nur das Cover runtergeholt. Super, ganz, ganz toll. Hört euch das auf jeden Fall irgendwo an. Erstmal hier, wenn ihr das meint, bei YouTube oder was. Aber der Wickel ist nicht teuer, kostet irgendwie, es gibt einmal die Erstpressung, die liegt bei, das sind farbige Pressungen, kostet glaube ich schon 40 oder irgendwie sowas. Das Ding hier ist momentan, glaube ich, irgendwie bei JPC im Angebot für 15,90 € und hat jetzt, weil ich es hier bestellt, geht wahrscheinlich ein bisschen schneller, fährt ein paar Tage Wartezeit oder irgendwie sowas. Super. Echt wirklich richtig, richtig gut für eine Österreicher Band. Zieht euch das rein, Leute. Und ansonsten bitte, freut euch mit mir auf die nächste Geschichte von Tobi oder von P33 und wie ich sonst noch alles irgendwie guckt und macht euch irgendwie Gedanken, ob ihr auch was machen wollt. Ich kann ja auch immer nur wieder sagen, gerne und in welcher Form auch immer. Ihr müsst es ja nicht so bescheuert aufziehen wie ich oder wie auch immer, dass man das sehen will, ne, oder so. Ich muss letzten Endes für mich immer irgendwie so rumkaspern. So, und dementsprechend bis nächstes Mal. Diesmal geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller, es sei denn, dass ich so vernarrt bin, mit meinem Hund rumzuspielen und so, dass ich wieder mal nichts schaffe. Weil Musik hören ist momentan auch nicht so angesagt. Ne? Weil momentan ist man ein bisschen, meine Rumänien gerade entrissen aus der Familie und die ist schon ein bisschen schreckhaft. Ne? Also ich kann da jetzt nicht wirklich loslegen und dann solche Dinger da auf den Teller hauen, da trinkt die durch. Ne? Dementsprechend halte ich mich natürlich auch ein bisschen zurück und höre nur oben oder irgendwie sowas. Ne? Aber super. Das war's. Schöne Musik hören und lasst euch gut gehen. Tschüss.